Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute in diesem Video möchte ich dir meinen kompletten Workflow zeigen, wie ich meine Bilder bearbeite. Das heißt also, das Ganze geht in Lightroom los. Dort mache ich meine Bildverwaltung, meine Bildbewertung. Ich werde dort meine Grundbearbeitung machen und später übergebe ich das Bild dann auch noch in Lumina 4, um dort meine Feinheiten zu machen und noch ein paar Filter anzuwenden, die ich in Lightroom nicht besitze. Und eine Sache möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, denn es ist Black Friday diesen Freitag. Bedeutet, es gibt viele Sachen sehr, sehr günstig. Viele Sachen sind stark reduziert. So auch in meinem Online-Store. Alle Videotrainings gibt es für 20% weniger. Alles, was du dafür tun musst, ist beim Checkout den Code Black Friday einzugeben. Wenn du auf meinen Online-Store gehst, wirst du dort aber entsprechend auch nochmal die Hinweise dazu finden. Also, wie gesagt, schlag zu, falls du noch irgendwelche Videotrainings brauchst. Diese Woche ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Ich möchte dich auch noch ganz kurz auf meine Challenge hinweisen bis zum Jahresende. Ende 10.000 Follower auf Instagram. Das sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Wir haben bereits über 9.000 Follower geknackt und wenn dieses Wachstum so weitergeht, werde ich es wirklich kurz vor Jahresende schaffen, diese 10.000 Follower zu knacken. Also, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann dort mir auch ein Like zu geben und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich starte meinen Workflow immer in Lightroom, denn das ist das Programm, was ich für meine Bildverwaltung benutze. Ich habe also die Fotos, die ich bearbeiten möchte, importiert und habe die jetzt auch ausgewählt. Ich habe mir insgesamt 3 Stück ausgewählt, wo ich sage, okay, die könnte ich bearbeiten, die haben Potenzial. Das haben wir einmal hier dieses Bild und dann haben wir noch ein Bild hier in Hallstatt weiter drin in dem Dorf. Und dann habe ich das Ganze hier nochmal auch aus einer anderen Perspektive nochmal fotografiert, allerdings schon zur Abendzeit. Wenn ich diese Bilder jetzt hier bearbeiten werde, dann weiß ich, dass ich wahrscheinlich hier dieses Bild als Startpunkt nehmen werde und die Arbeitseinstellung bzw. die Entwicklungseinstellung dann zum Beispiel auf dieses Bild hier auch so ein bisschen rüber kopieren kann und dann nur kleine Anpassungen machen muss. Bei dem Bild sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, denn hier haben wir schon zur blauen Stunde fotografiert, die Lichter sind schon an, das heißt, das ganze Bild hat eine andere Farbigkeit und höchstwahrscheinlich werden dann meine Entwicklungseinstellungen da nicht mehr so wirklich passen. Deswegen werden wir hier eine andere Entwicklung vornehmen, beziehungsweise hier auch die Anpassung dann etwas doller machen. Nichtsdestotrotz, wir fangen mal mit diesem Bild hier an. Ich gehe jetzt als nächstes hier in das Entwickeln-Modul rein. Und das Erste, was ich ganz gerne mache, ist hier das Freistellungswerkzeug nehmen und hier das Ganze etwas anzupassen. Ich werde jetzt hier das Seitenverhältnis mal auf ein 4:5 Seitenverhältnis einstellen. Ich glaube nämlich, dass wir hier den Himmel nicht wirklich brauchen. Der sieht relativ langweilig aus, deswegen werde ich den jetzt hier mal rausnehmen. Nicht komplett, aber so, dass man relativ wenig Himmel am Ende zu sehen bekommt und dafür hier mehr diesen Vordergrund. Diesen Vordergrund, den habe ich mit Absicht hier schön unscharf fotografiert. Ich habe hier also auch mit einer relativ weit geöffneten Blende fotografiert. Blende 4.0 war das Ganze bei 18 mm. Und dadurch, dass ich aus der Hand fotografiert habe, musste ich hier auch mein ISO ein bisschen nach oben drehen. 800 ISO und eine 200stel Sekunde Verschlusszeit, damit das Ganze dann am Ende natürlich auch noch komplett scharf ist. Jetzt schaue ich mal, ob wir hier noch irgendwas anpassen müssen von den vertikalen Linien. Das sieht soweit auch erstmal alles ganz okay aus. Ich werde das Ganze jetzt erstmal mit Klick hier auf OK bestätigen und dann mal reinschauen, ob wir hier in den Objektivkorrekturen, die Profilkorrekturen, ob das noch was bringt. Ja, bringt auf jeden Fall was. Und ich werde dann auch im nächsten Schritt hier nochmal in das Transformieren-Werkzeug reingehen und einfach hier mal auf Auto klicken. Es bringt schon noch ein bisschen was. Also wir haben jetzt hier die vertikalen Linien noch mal ein bisschen angepasst. Die Kirche ist jetzt hier auch richtig drin. Das sieht deutlich besser aus. Und ich denke mal, so kann man das Ganze lassen. Und dann gehe ich als nächstes hier oben wieder in die Grundeinstellungspalette rein. Und jetzt kümmern wir uns als erstes mal um die Helligkeiten im Bild. Ich glaube, insgesamt können wir hier die Belichtung nach oben drehen um 0,3 Blendenstufen. Wir werden hier die Tiefen aufhellen. Also plus 40. Die Lichter ein kleines bisschen abdunkeln. Das sieht soweit gut aus. Und dann werde ich als nächstes hier noch ein bisschen Struktur und ein bisschen Klarheit reinbringen. Wobei ich sagen muss, dass ich Klarheit, seitdem es den Strukturregler gibt, kaum noch benutze. Also tatsächlich bin ich eher ein Freund von dem Strukturregler geworden, weil der wesentlich besser arbeitet als der Klarheitregler, meine persönliche Meinung.
aber das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Dann werde ich jetzt hier mal als nächstes den Verlaufsfilter nehmen und ich werde jetzt hier noch Kontrast in das Bild reinbringen. Ich möchte allerdings den Kontrast nicht komplett global anwenden, sondern ich möchte ihn in die Mitteltöne reinbringen und dafür werde ich jetzt hier mal die Belichtung nach oben drehen und den Kontrast komplett auf 100 setzen. Und dann ziehe ich mir einfach einen Verlauf, den starte ich aber schon ganz unten hier und ziehe den einfach nur so ein kleines bisschen noch weiter nach unten. Und jetzt siehst du hier, dass dieser Kontrast erstmal komplett auf das ganze Bild angewendet wurde. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte nur die Mitteltöne anwählen, dann gehe ich hier einfach mal in die Bereichsmaske rein, Luminanz, und werde jetzt hier den Bereich von 25 bis 75 stellen. Das hast du jetzt wahrscheinlich schon öfter in meinen Videos mitbekommen, dass ich das mache. Ich habe dazu auch mal ein eigenes Video aufgenommen, wo ich das Ganze nochmal ganz genau erkläre, wie das mit dem Kontrast in den Mitteltönen funktioniert. Das kannst du dir einfach auch nochmal anschauen, verlinke ich dir an dieser Stelle auch nochmal hier oben rechts im Video. Kannst du einfach mal raufklicken, falls dich das interessiert. Ich sehe, dass wir auch sehr viel Sättigung ins Bild bekommen haben durch diesen Kontrast. Deswegen nehme ich jetzt hier Sättigung auf minus 10 nochmal raus. Das gefällt mir so deutlich besser. Und ich denke fast, dass wir das so lassen können. Ich mache jetzt hier mal einen Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Ja, wir haben einfach mehr Kontrast in das Bild gebracht, ohne dass wir es jetzt komplett zerstört haben, dieses Bild. Jetzt kümmern wir uns als nächstes mal um die Farbigkeit im Bild. Und jetzt bin ich mal gespannt, die Farbtemperatur, ziehen wir die eher so ein bisschen ins Bläuliche oder machen wir das Ganze eher noch ein bisschen wärmer? Ich glaube fast, dass wir das Ganze hier ein kleines Stück noch wärmer machen können. Für mich sieht das soweit ganz gut aus. Ich würde jetzt hier an den Grüntönen noch arbeiten. Die gefallen mir noch nicht so gut. Aber ansonsten, die Farbigkeit an sich gefällt mir doch schon relativ gut. So, dann gehe ich als nächstes mal direkt in die HSL-Tabelle hier rein und werde hier die Farbtöne bearbeiten, gerade von den Grüntönen. Jetzt kann ich mich hier entscheiden, möchte ich die Grüntöne eher weiter Richtung Aquamarin ziehen oder eher ins Herbstliche rein. Ich habe jetzt bei dem fertigen Bild, was ich auf Instagram bereits gepostet habe, die Grüntöne eher so ein bisschen Richtung Aquamarin gezogen, aber natürlich geht es auch genau in die andere Richtung. Man kann das Ganze natürlich auch herbstlich gestalten und das Ganze eher so ein bisschen in die Gelbwerte ziehen. Also je nachdem, was du da gerne präferierst. Ich persönlich würde jetzt tatsächlich das Ganze eher so ein bisschen Richtung Grün ziehen. Und genauso die Gelbwerte, die würde ich auch noch etwas Richtung Grün ziehen. Und dann aber natürlich auch so die Sättigung noch weiter nach unten drehen. Also so Sättigung minus 40 in den Grünwerten und in den Gelbwerten schauen wir mal, drehen wir das Ganze auf ungefähr minus 20. Und auch in der Luminanz, also in der Helligkeit, können wir natürlich hier die Grünwerte noch anpassen. Hier die Grünwerte, die packe ich schön weit nach unten, minus 50 hier. Die Gelbwerte, wobei die Gelbwerte können wir vielleicht als Kontrast dazu aufhellen auf plus 20. Dann haben wir hier einfach mehr Kontrast in dem Bild drin. Und dann kann ich hier natürlich auch noch entscheiden, möchte ich das Blau zum Beispiel noch ein bisschen aufhellen. Ich bin kein Freund davon, wenn der Himmel so langweilig aussieht, den Himmel dann großartig abzudunkeln. Deswegen überlege ich gerade, ob es nicht sogar sinnvoller ist, den Himmel noch ein bisschen aufzuhellen. Dann ist er natürlich ausgebrannt. Aber in dem Fall, finde ich, macht das gar nicht unbedingt großartig was aus. Für mich passt das eigentlich so ganz gut. So, dann gehe ich als nächstes mal in die Gradationskurve hier rein, denn wir können auch hier natürlich noch ein bisschen was für unseren Look tun, indem ich jetzt hier die ganz dunklen Bildbereiche aufhelle und dafür die Schatten, also die Werte, die ein bisschen weiter rechts schon liegen, dann wieder abdunkel. Und dadurch bauen wir uns hier einen schönen Kontrast in das Bild rein. Die hellen Bildbereiche hier konter ich da und dann haben wir hier uns eine kleine S-Kurve gebaut, die das Ganze ja so ein bisschen moodyhafter aussehen lässt. Jetzt möchte ich aber nicht nur am RGB-Kanal arbeiten, das heißt nicht nur die Helligkeitswerte anpassen, sondern ich gehe auch nochmal hier in den Blaukanal rein, denn ich möchte hier im Blaukanal die dunklen Bildbereiche nochmal etwas mehr bläulich färben. So, das Ganze konter ich dann wieder, damit wir hier in den hellen Bildbereichen dieses Blau dann nicht drin haben. Also das möchte ich wirklich nur hier unten drin haben. Das gefällt mir so sehr gut. Und wir haben das Ganze jetzt hier wirklich schön moodyhaft gestaltet. Also von der Farbgebung her passt das für mich auf jeden Fall schon sehr gut. Wir können hier auch nochmal in die Teiltonung reingehen. In den Lichtern nehmen wir jetzt hier mal ein
etwas wärmeren Farbton, können hier die Sättigung auch ein Stück weit nach oben drehen. Und in den Schatten nehme ich jetzt hier einen schön kühlen Farbton, etwas Bläuliches hier auch nochmal. Und werde auch hier die Sättigung nochmal ein wenig nach oben drehen. Nicht zu viel, aber ein wenig. So, und wenn ich jetzt hier mal einen Vorher-Nachher-Vergleich ziehe, dann haben wir aus diesem Foto bereits das hier gemacht. Der Look gefällt mir gut. Wir könnten jetzt hier in den Effekten vielleicht noch so eine kleine Vignette mit dazugeben, um das Ganze jetzt auch nochmal etwas abzurunden. Und jetzt ist es für mich an der Zeit, dass ich das Ganze nach Lumina bringe. Also ich mache jetzt hier einmal einen Rechtsklick drauf und sage dann Bearbeiten in Lumina 4. Denn in Lumina 4 habe ich jetzt noch einige Filter, die ich jetzt hier in Lightroom nicht habe, beziehungsweise wo es etwas umständlicher wäre, das Ganze zu machen. Und das ist in Lumina 4 einfach deutlich einfacher. Deswegen, ich nutze dieses Programm, wie ich auch schon öfter mal erwähnt habe, mehr als Plugin als normale Standalone-Version. Aber es ist wunderbar, um diese schnellen Bildbearbeitungen zu machen. Und dafür finde ich es einfach klasse. Das Ganze wird jetzt hier entsprechend geladen. Ich habe jetzt hier also in Lumina 4 dieses Bild so übernommen, wie wir es aus Lightroom übergeben haben. Und kann jetzt hier entsprechend meine Filter anwenden. Und wenn ich dann fertig bin, klicke ich hier oben einfach einmal auf diesen blauen Button anwenden. Ich werde jetzt als erstes hier in den AI Enhancer reingehen und da den Accent AI Filter nutzen. Der hält das Ganze hier nochmal ein Stück weit auf. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Den lasse ich jetzt hier mal so auf 30%. Und dann werde ich auch noch in den Structure Filter reingehen, denn der Structure Filter hier, der wird auch nochmal das Bild deutlich verbessern, einfach noch mehr Akzente setzen. Ich möchte ihn auch hier nicht zu doll anwenden. 40%, denke ich, ist ein guter Wert. Und jetzt kann man auch hier schon wieder gucken, was haben wir nur in Lumina 4 jetzt aus diesem Bild nochmal herausgeholt. Und ich denke mal wirklich, das ist eine ganze Menge und es sieht richtig gut aus. Und zu guter Letzt möchte ich dann noch in den Landscape Enhancer reingehen und hier die Grünverbesserung aktivieren. Diese sättigt die Grüntöne nochmal sehr, sehr stark. Das sollte also nicht zu doll passieren. Ich denke mal so 15 ist ein guter Wert. Und wenn ich jetzt in die erweiterten Einstellungen reingehe, kann ich jetzt hier auch nochmal die Laubfarbe einstellen, also die Grüntönung. Jetzt kann ich das Ganze hier nochmal entweder weiter Richtung Gelb oder weiter Richtung Blau schieben und mich also nochmal entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte. Wenn ich das Ganze jetzt hier weiter sättige, dann muss ich hier so ein bisschen weiter Richtung Gelb gehen, um das Ganze ein wenig zu kontern. Deswegen werde ich jetzt die Laubfarbe hier mal auf minus 15 stellen. Und damit haben wir jetzt hier genau den Grünton, den ich eigentlich haben wollte. Vorher, nachher. Und dann kann ich hier nochmal in die Pro-Effekte reingehen und hier den anpassbaren Verlauf anwählen. Hier habe ich jetzt nämlich die Möglichkeit, das Bild einmal oben und einmal unten nochmal zu gestalten. Ich kann als erstes hier mal die Ausrichtung einstellen. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich auswählen, wo der Horizont eigentlich liegt. Den setze ich jetzt auch mal dahin, wo er nämlich eigentlich liegt. Ungefähr hier. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte den unteren Verlauf bearbeiten. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel die Belichtung hier weiter nach unten stellen, wenn mir das Bild hier noch ein bisschen zu hell ist. Die Belichtung so auf minus 5. Oben werde ich die Belichtung mal noch etwas weiter runterdrehen. Auf minus 15. Und ich könnte jetzt zum Beispiel in dem unteren Bereich hier auch nochmal extra die Farbtemperatur einstellen. Möchte ich die eher ein bisschen kühler oder eher ein bisschen wärmer haben? Ich glaube, dass ich tatsächlich hier die Farbtemperatur noch ein klein wenig kühler einstelle. Und oben möchte ich einfach noch ein wenig mehr Kontrast drin haben. Deswegen stelle ich den jetzt mal auf plus 15. Und allein das macht schon eine ganze Menge aus. Wenn ich jetzt hier den anpassbaren Verlauf mal deaktiviere und wieder aktiviere, dann siehst du, dass wir auch hier in dem Bild nochmal deutlich mehr herausgeholt haben. Hier im unteren Bildbereich könnte ich jetzt auch noch den Kontrast auf plus 5 stellen. Und jetzt bin ich wirklich zufrieden damit. Dann gehe ich hier nochmal rein in den Wesentliches Ordner und werde jetzt hier nochmal auf Farbe klicken, in die erweiterten Einstellungen und hier mich nochmal so ein bisschen mit dem Grün beschäftigen, denn ich möchte die Luminanz hier von den Grünwerten nochmal etwas weiter runterstellen. Und die Sättigung ist mir dann doch ein bisschen zu doll, deswegen werde ich die jetzt hier auf minus 5 stellen. Vielleicht minus 3. So haben wir das Bild aus Lightroom bekommen und das haben wir jetzt in Lumina noch draufgesetzt. Und wenn ich jetzt das Bild nochmal so betrachte, würde ich wahrscheinlich die Struktur doch nochmal ein bisschen weiter zurücksetzen, nicht ganz so viel reinbringen.
Also plus 25 reicht vollkommen aus. Und jetzt mache ich hier nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich. So sah das Bild aus, als wir es aus Lightroom übergeben haben. So sieht es jetzt aus. Ja, das Grün ist tatsächlich auch nochmal ein bisschen viel geworden. Deswegen werde ich jetzt hier tatsächlich die Sättigung doch nochmal ein Stück weit runtersetzen und vielleicht hier die Grünverbesserung auch nochmal ein Stück weit zurückdrehen. Das war zu viel. Ich denke mal, so sieht es deutlich besser aus. Also manchmal ist weniger mehr. Ja, und jetzt bin ich hier wirklich tatsächlich auch zufrieden und sage jetzt hier anwenden. Und das ganze Bild wird dann als TIFF-Datei zurück an Lightroom übergeben. Und wir konnten jetzt hier wirklich nochmal einige schöne Verbesserungen in dem Lumina-Programm hier herausholen. Also das ist jetzt die bearbeitete Version aus Lightroom und Lumina zusammen. Das ist jetzt das, was wir nur in Lightroom gemacht haben. Wenn ich das jetzt hier nochmal zurücksetzen würde, dann sieht man hier nochmal das ganz krasse Vorher. Also so kam es aus der Kamera heraus. Das ist die RAW-Datei und das ist jetzt das, was wir im Endeffekt daraus gemacht haben. Vorher, nachher. Und so können wir das natürlich jetzt auch mit den weiteren Bildern machen. Das heißt, ich könnte jetzt hier nochmal reingehen. Jetzt habe ich diese Anpassung hier natürlich nochmal aktiviert in dem Bild und könnte diese Anpassung jetzt natürlich auch mit Command und C oder mit Steuerung C bei Windows komplett kopieren. Ja, könnte mir jetzt hier auch nochmal aussuchen, welche Einstellungen ich genau kopieren möchte. Das Freistellen lasse ich mal raus, das Transformieren lasse ich auch mal raus. Ansonsten werde ich das Ganze jetzt hier einfach mal kopieren und auf dieses Bild zum Beispiel mal anwenden. Ja, und dann haben wir jetzt hier die gleichen Entwicklungseinstellungen wie in dem ersten Bild auch. Ich könnte jetzt natürlich hier wieder mein Framing noch ein bisschen anders machen. Also ich könnte auch hier wieder in ein 4:5 Format gehen. Die Treppe hier unten muss vielleicht nicht komplett drauf sein. Hier oben möchte ich das Hausdach aber komplett drin haben. Wir brauchen auch wieder nicht so viel Himmel. Das passt alles soweit. Und ich denke mal, so könnte man jetzt diesen Ausschnitt zum Beispiel für dieses Bild mal wählen. Und dann auch im Transformieren-Modus hier nochmal auf Auto klicken, um das Ganze hier in den vertikalen Linien noch so ein bisschen anzupassen. So eine kleine stürzende Linie haben wir hier noch drin. Kann man überlegen, ob man das noch rausnimmt, aber ich bin mir da unsicher, ob das dann nicht am Ende doch ein bisschen zu krass bearbeitet aussieht, weil man sieht ja relativ deutlich, dass wir hier nach oben fotografieren. Von daher, ich glaube, ich würde das an dieser Stelle tatsächlich so belassen. Und jetzt kann ich natürlich hier nochmal in die Grundeinstellung gehen und an der Farbtemperatur etwas machen, dass es ein bisschen kühler aussieht. Aber ansonsten finde ich, dass dieses Bild auch natürlich hier schon eine super Entwicklungseinstellung hat und auch dieses Bild könnten wir jetzt wieder an Lumina übergeben. Genauso kann ich jetzt hier auch mal mit Command und V die Entwicklungseinstellung hier übertragen. Dann haben wir das auch hier schon geschafft. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich die Farbtemperatur noch weiter ins Wärmere ziehen. Also auf 9000 Kelvin ungefähr. Dann auch hier wieder meinen Crop setzen, also wieder ein 4:5 Format auswählen, auch hier den Himmel rausnehmen. Vielleicht kann ich ihn hier sogar komplett rausnehmen. Ja, fast. Da oben ist noch so ein bisschen was drin, aber das könnte man jetzt zum Beispiel hier mit dem Kopierstempel ganz einfach mal so ein bisschen noch probieren rauszunehmen. Ja, muss man natürlich gucken, dass man hier was von den Bäumen kopiert. Funktioniert aber leider nicht ganz so gut. Also lassen wir das an der Stelle, müsste man mit einem anderen Programm dann machen. Aber an sich sind die Entwicklungseinstellungen jetzt hier, so wie wir sie getroffen haben, schon relativ gut. Man kann sich jetzt überlegen, dass wir zum Beispiel hier mit einem Radialfilter noch reingehen, ein bisschen hier mit der Helligkeit spielen und einzelne Partien hier in den Häusern noch so ein bisschen aufhellen oder vielleicht auch abdunkeln. Mit einem Rechtsklick kann ich das Ganze duplizieren und könnte jetzt hier zum Beispiel auch diese Häuserfront nochmal so ein bisschen aufhellen, einfach damit wir so ein bisschen unterschiedliche Lichtstimmung noch in dem Bild drin haben und so ein bisschen mit Licht und Schatten hier einfach noch spielen. Also das ist natürlich auch möglich und ich kann natürlich auch dieses Bild jetzt wieder an Lumina übergeben, um da den letzten Feinschliff noch zu machen. Das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Ansonsten, falls du Interesse an Lumina 4 hast und den Kanal etwas unterstützen möchtest, unten ist in der Videobeschreibung ein Link. Das ist ein Affiliate-Link und mit dem entsprechenden Code kannst du aber auch nochmal 10 Euro sparen. Also, Vorteile auf beiden Seiten und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis bald.